noch eine weitere Strafantrag-Anklage. Als UNO- und NATO-Armee in der Schweiz mit dem Internationalen Strafgerichtshof lassen Sie eine uralte Hightech-Zentrale als Moschee mehrfach in diesen Ländern aufbauen. Ja? Mit diesen ründlichen sogenannten strahlentechnologischen Waffenausrüstungsgeräten als Hightech-Zentralen, Moscheen oder Kirchen heutzutage genannt, ja? Als Religion. Ja? Ich wollte Sie fragen, nach knapp 40 Jahren Giftgaskammer, Hightech-Implantationen, Installationen mit einem Flughafen und ein ganzheitliche Hightech-Headquarter-Zentralerweiterung, die einen Ausbau und Erweiterung von allem, von Häusern, Wohnungen, von Spitälern, von Flugzeugen, alles erweitert und neuert. Ja. Man sollte also mit diesen Sachen nach, um heilig zu werden, wie sie es damals mit ihren Idiotendreck, die das dort unten betreibt, ja, um heilig zu werden, sollte man mit diesen Sachen hier bis nach Mekka gehen. Man nannte ihre Hurendreck, dass ich hier mit dem SRF-Studio und Flughafen unten als Psychiatrin, man müsste Welten überspringen. Ja. Ich sage Ihnen eins. Ja. Krankhafte Kriegsverbrecher, die diese Art von Kriegsverbrechen betreiben, sind krankhafte, abhängige, gemeinhinterhältige, krankhafte Massenmörder und Aufschneider und Verarbeiter und Transporteure des Ganzen. Ja. Was haben Sie also eigentlich als Religion für Hightech-Zentralen oder Planeten, wobei Tiere oder Tier-Vieh-Verein wie Menschen hier leben in diesem Hightech-System, die diese Strahlen abbekommen, an Gott glauben sollten mit diesen Gehirnorganen? Sozusagen andere Lebewesen, die auch gefoltert werden, auch die Verarbeitung für noch mehr Verarbeitung an Menschen. Ja? Was haben Sie eigentlich in Ihrem sogenannten Hightech-Riesenbauwerke mit den Arabern, mit den Russen, mit den Afrikanern, Asiaten und Europäern? Was haben Sie sich alles reingesteckt an Ihrem sogenannten Riesen-Hightech-Bauwerk, ja? Das nicht nur 6 Kontinente und ein Planetensystem beinhaltet. Haben Sie ab diesem Opfer mit diesem dreckigen Arabern in diesem Flughafen verdient, ja? Und den Rest davon. Sie nennen sich jetzt UNO- und NATO-Arme mit diesen Flaggen. Wollen Sie der Weltbevölkerung Angst machen, Sie Hurensohn? Milliardenmorde sind Ihnen nicht genug, man muss sie aufschneiden. Vor den Menschen da draußen und Kindern, damit die Angst ihrer Krankheitsauslebung weg ist. Anklage Sie, Hurenparasit und Hurensohn.